Bei DSDS gab es schon wieder einen unangenehmen Streit zwischen Dieter und Katja. Katja, wie ist die Stimmung heute? Die Stimmung ist unglaublich. Also die Stimmung ist auf jeden Fall unglaublich. Mit der Dame wird gesprochen. Ich habe mit Katja erst gesprochen. Ja. Katja checkt lieber ihre Benachrichtigungen, als sich mit einigen Kandidaten zu beschäftigen. Gesungen. Warst du ebenfalls sehr begeistert von seinem Auftritt? Ja. Ich bin mir auch da eine klare Antwort von mir. Ich sehe dich ganz klar im Finale. Ja. Und einen kräftigen Seitenhieb am Ende gab es auch noch. Ja, das ist was. Ich muss noch was zu dir sagen. Dieter sagt ja immer, dass Rap keine Musik ist und Rap ist einfach nicht so gut. Aber man sieht ja am Ende, wer von dieser Staffel den meisten Hype hatte. Ein motherfucking Rap-Song! All das und noch einiges mehr gab es in der zweiten großen Live-Show von DSDS 2023. Und weil die wieder vollgepackt mit coolen Sachen war, werde ich sie natürlich kommentieren, parodieren und analysieren. Auch bei DSDS gilt natürlich, du kannst das Ganze immer auf RTL Plus gucken und das ist immer einer der ersten Links in meiner Videobeschreibung. Und dann können wir direkt mal losstarten und wir erinnern uns ja, in der letzten Folge gab es ja einen Eklat darum, dass bei Katja die Musik ausgefallen war, als sie vorgestellt wurde. Und ich glaube, dieses Mal wollte es RTL besonders gut machen, denn Katja wurde ein bisschen begrüßt wie eine Göttin. Die Dame, die sich für andere Frauen einsetzt und für ordentlich Stimmung sorgt in der Jury, kommt jetzt. Die Rapperin mit 3 Nummer 1 Alben hintereinander. Rekord! 2021 war sie die Künstlerin mit den meisten Nummer 1 Hits. Unsere Sugar Mami, Katja Krasavice. Grundsätzlich muss ich aber auch mal loswerden. Ich weiß, viele von euch in den Kommentaren mögen Katja jetzt nicht so. Ich finde, man kann menschlich über sie streiten, aber musikalisch ist sie auf jeden Fall wirklich ziemlich erfolgreich. Und ich glaube, die hat auch einen ganzen Haufen Geld verdient. Der Einzige, der da vielleicht mithalten kann, das ist auf jeden Fall Dieter Bohlen. Und auch der hat eine sehr wilde Begrüßung bekommen. Aber achte du doch gleich auch mal wieder auf Katja in der Szene. Er ist unser Mann der Superlative. Über 100 Hits, über 200 Millionen verkaufte Tonträger. Unser All-Time-Pop-Titan, Dieter Bohlen! Hallo. Hi. 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 Na, was soll man sagen? Alle haben gejubelt oder geklatscht oder sonst irgendwas gemacht, außer Katja. Die stand da auf jeden Fall so. Man merkt, die beiden können sich wirklich gar nicht mehr leiden. Und das wurde kurz darauf dann auch noch ein bisschen schlimmer. Denn als die meiner Meinung nach echt krass fehlbesetzte Moderatorin was von Katja wissen wollte, hat Dieter sich eingemischt und, ach, ich weiß nicht, die ganze Szene war komisch. Katja, wie gefällt dir die Stimmung heute? Hörst du mich überhaupt? Ich kann dich gar nicht richtig verstehen. Bist du mit mir? Nein, mit mir. Katja, wie ist die Stimmung heute? Die Stimmung ist unglaublich. Also die Stimmung ist auf jeden Fall unglaublich. Mit der Dame wird gesprochen. Ich habe mit Katja erst gesprochen. Ja. Ich mach mal heute Ladies First. Die Stimmung ist unglaublich, oder? Ja, und ich weiß nicht. Also natürlich ist es da wirklich laut. Es kann auch mal sein, dass sie die Moderatorin nicht gehört haben. Ich hatte aber da schon das Gefühl, dass kräftig gestichelt wird. Und das wird im Verlauf dieser Sendung noch wesentlich schlimmer. Aber so ganz nebenbei, es ist natürlich eigentlich DSDS und da geht es natürlich auch eigentlich um die Kandidaten. Und wenn man so möchte, ist diese Sendung ja auch das Halbfinale. Seht das heute alles so wie beim Discounter. Ihr wisst ja, heute 50% fliegen raus. Ja, das ist immerhin, du bist ja Mathe-Genie. Also vier Leute müssen heute ja leider gehen. Tja, vier Leute kommen weiter, vier Leute müssen gehen. Und der Erste, der heute dran war, das war Sam. Und bei dem habe ich persönlich sehr gehofft, dass er nicht geht. Jetzt gar nicht unbedingt, weil die Zuschauer rauswählen, sondern weil er vielleicht freiwillig geht. Aber er hat erst nochmal aufgeklärt, was denn jetzt eigentlich in der letzten Sendung so los war. Die erste Live-Show war schwierig, weil ich vom Krankenhaus schlechte Nachrichten bekommen habe, dass mein Vater verstorben ist. Ich wusste nicht, wie ich den Tag überstehen soll. Das war einfach alles Scheiße. Für mich auf jeden Fall immer noch mega krass, dass er überhaupt trotzdem angetreten ist und natürlich auch auf jeden Fall mein Beileid an Sam. Und wie gesagt, ich war jetzt doch sehr gespannt, würde er in der Live-Show antreten oder nicht. Ich persönlich finde seine Entscheidung dazu cool und nachvollziehbar. Ich fühle mich stark genug, ich fühle mich bereit, den Weg zu gehen, weil ich für mich spüre, dass ich nicht alleine bin. I'm a man on a mission. Letzte Show, Formfinale.
Es geht um alles. Naja, und ich persönlich muss sagen, mein Papa ist auch gestorben damals, als ich meine Masterarbeit geschrieben habe. Und ich stand auch so ein bisschen vor der Frage, mache ich das jetzt trotzdem noch zu Ende oder nehme ich mir irgendwie die Zeit? Ich habe es damals zu Ende gemacht und für mich persönlich war das das Richtige. Aber ich glaube, jeder sollte natürlich mit seiner Trauer so umgehen, wie er es eben möchte. Aber kommen wir doch jetzt endlich zu Sam und seiner Musik. Naja, und was soll ich sagen? Ich mag seine Stimme immer noch sehr. I see the way he makes you smile, cruel to the eye, watching and hold what used to be mine. Schön. Aber dieser Song hat natürlich ein paar deutlich härtere Stellen und da kann man ja gerade bei der diesjährigen Qualität schon ein bisschen gespannt sein, ob Sam auch das meistert. Aber ja, er hat es sogar ziemlich hart runtergerockt. Also ich bleibe auf jeden Fall dabei. Für mich ist Sam dieses Jahr der absolute Top-Favorit auf den Gewinn. Aber nun stellt sich natürlich nach seinem Auftritt ein bisschen die Frage, wie sich das jetzt angefühlt hat nach dem Leid, was er in letzter Zeit so ertragen musste. Hat sich sehr gut angefühlt. Ist eine tolle Stimmung im Studio. Man spürt eine starke Unterstützung und das ist wundervoll. Schön. Was ich dann ehrlich gesagt wieder weniger schön fand, war, das habe ich ja in der letzten Sendung schon ein bisschen angekreidet, dass die Moderatorin dann noch mehr über dieses Thema wissen wollte. Und ich persönlich hätte es besser gefunden, wenn man Sam damit jetzt in Ruhe lässt. Ich finde, er hatte auch schon genug dazu gesagt. Aber naja, sie hat es halt trotzdem gemacht. Warum hast du dich denn noch dazu entschieden, weiterzumachen bei Deutschland sucht den Superstar? Es war ein Traum, nicht nur meiner und der von meiner Familie, sondern auch... Auch der Traum meines Vaters und deswegen bin ich hier. Na gut, aber dann hören wir jetzt doch mal, was die Jury zu sagen hat. Und den Anfang darf jetzt Katja machen. Und ich kann an dieser Stelle schon mal spoilern, das wird so ungefähr das einzige Mal sein, dass Katja und Dieter einer Meinung sind. Das müssen wir uns quasi im Kalender schon mal rot anstreichen. Unglaublich, wirklich. Also ich war geflasht. Bei mir kommen schwer die Tränen. Es sind keine gekommen, aber es war kurz davor, dass bei mir auch Tränen kullern. Und es war einfach nur wunderschön, dich da zu sehen. Du gehörst genau dahin. Ich fühle mich auch dir verbunden, weil ich habe das genauso wie du erlebt. Ich habe das so oft erlebt. Und wenn ich dich da sehe, da kann ich dich nicht mal angucken, wenn du schon anfängst zu reden. Da werde ich selber traurig. So. Und deswegen, mein Herz ist auf jeden Fall bei dir und bei deiner Familie. Und ich wünsche dir das einfach sehr. Hat sie meines Erachtens nach schön gesagt und dann hatte ich eigentlich gerechnet, dass jetzt der nächste Kandidat kommt und in gewissem Sinne stimmt das auch, denn es kam jemand, der allerdings eigentlich streng genommen schon draußen ist, mit einem Outfit, das man sonst glaube ich nur bekommt, wenn man bei Amazon Ugly Christmas Sweater eingibt. Ja, hallo, Big N ist da. Hallöchen, hi. Hi. Na, wie geht's? Ja, guck mal hier, was du für einen Applaus kriegst vom Koloneum hier. 1500 Mann. Ne? Wunderbar, dass du da bist. Yay, Big N. Und der wird natürlich nachher auch noch seinen Bounce-Song singen. Vorher wollte die Moderatorin aber erstmal wissen, wie er sich jetzt so fühlt, weil er hat ja eigentlich das geschafft, was die Kandidaten erst noch schaffen müssen, wenn sie gewinnen, nämlich eine erfolgreiche Musikkarriere, was man bei DSDS ja meistens eher nicht schafft. Man muss sich unbedingt es in die Live-Shows schaffen, um eine große Karriere zu starten mit DSDS. Kannst du manchmal glauben, was mit DSDS und dir alles passiert ist? Ich kann es bis heute nicht glauben. Also ich kann mich nur recht herzlich bei allen bedanken, die mich gefeiert haben, mich supportet haben. Mein Leben war ein Schrott, ja, wisst ihr? Und jetzt darf ich endlich mal wieder lachen. Ja, so sieht's aus. Big N! Also ich persönlich muss sagen, ich mag ihn. Und die nächste Kandidatin, das ist Lava und die mag ich auch. Und die hat nochmal so ein bisschen reflektiert, wie die letzte Sendung eigentlich so für sie gelaufen ist. Als ich bei meinem ersten Casting war, dachte ich niemals, dass ich in die Live-Shows komme. Ein unglaubliches Gefühl, vor so vielen Menschen live zu singen. Naja, also ich persönlich muss sagen, dass Lava sich das mit ihrer Stimme durchaus verdient hat. Wir wissen ja, da gibt es deutlich schlechtere Kandidaten. Paris. Aber dann hören wir doch mal, was sie so vorbereitet hat. Und das kann ich ja schon mal spoilern, das sorgt gleich auch wieder für Streit. Okay, also stimmlich bin ich auch ehrlich, muss ich sagen, war das jetzt eher Durchschnitt und schon ein bisschen schlechter als Sam auf jeden Fall, aber sie hat, wie ich finde, ganz gut gemacht und sie hat auch sehr versucht, sexy bei ihrem Auftritt zu sein. Something about you.
Okay, also ich würde auf jeden Fall sagen, mit Katja hat sie schon einen Fan. Mit Dieter allerdings weniger. Denn der war danach dann in der Jury dran und hat ganz schön rausgehauen. Dazu muss ich gleich nochmal was sagen. Ich muss ja meine Meinung sagen. Ich fand, die Titelauswahl war ein Desaster. Weil man da natürlich schlecht so richtige Gefühle zeigen kann, richtig, dass man eine tolle Sängerin ist. Ich finde auch, dass du auch mit diesem sexy Pipapo hast du ein bisschen die Konzentration vom Gesang auch verloren. Deshalb, ich bin ja hier der Mann für die wahren Worte. Ich glaube, das wird nichts mit dem Finale. Und ich muss persönlich sagen, ich fand dieses Urteil ein bisschen zu streng. Insbesondere, wir hören uns ja natürlich anderen Auftritte an, wenn man das so ein bisschen in Relation setzt. Aber wir haben ja auch schon gehört, Lava hat auf jeden Fall einen Fan und das ist Katja. Und die hat sie ganz generell mal ein bisschen verteidigt. Heutzutage ist es sehr einfach. Natürlich kann man sich einen Song suchen, der sehr sentimental ist. Natürlich gewinnt man dann die Herzen, aber genau das ist das Geile, dass du dich was getraut hast. Du wagst hier was. Viele Menschen sympathisieren nicht mit sexy Frauen. Und du hast einfach gemacht und ich liebe dich dafür. Alle Leute, die zugucken, die dafür sind, dass Frauen stark sein dürfen und machen können. Yes, ich finde es krass, was du gemacht hast. Ruf bitte für Lava an. Sie hat eine schöne Stimme. Und man muss auch ehrlich sagen, dass du eine geile Stimme hast. Und ich habe zu dir gesagt, du bist eine Bad Bitch. Das stimmt nicht. Du bist eine motherfucking Bad Bitch, Alter. Naja, und eben habe ich ja gesagt, ich fand das Urteil von Dieter vielleicht ein bisschen hart. Das von Katja fand ich jetzt wieder ein bisschen zu positiv, weil ich finde, letztlich geht es bei DSDS ja schon um die individuelle Leistung. Und jemanden jetzt positiver zu bewerten, weil er irgendwie für sexuell attraktive Frauen steht, habe ich persönlich jetzt nicht so nachvollziehen können. Aber wie immer gilt natürlich, du kannst mir deine Meinung dazu sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben. Und was man fairerweise schon sagen muss, in den letzten Jahren hat bei DSDS ja immer ein Mann gewonnen. Und eigentlich wird es wirklich mal wieder Zeit für eine Frau. Insbesondere, wenn man sich den nächsten Kandidaten anguckt, denn bei dem möchte ich ehrlich gesagt nicht unbedingt, dass er gewinnt. Ich habe zum ersten Mal auf einer Bühne vor so vielen Menschen gesungen. Die Aufregung, das war anders. Tatsächlich habe ich echt mir eine Träne zurückgehalten, als ich gehört habe, wie negativ auch die Jury zu mir gesprochen hatte. Ich finde aber, die weltbewegendste Stimme brauche ich nicht, um mit Musik andere zu berühren. Da sagt Paris allerdings, finde ich, was durchaus Wahres. Und das muss ich an dieser Stelle auch nochmal wirklich sagen, ich finde ihn gar nicht so schlimm unsympathisch. Ich finde, rein stimmlich hat er da vielleicht nichts zu suchen, aber er kann auf jeden Fall Leute ganz gut entertainen. Und das hat er natürlich auch in dieser Woche versucht, mit dem wundervollsten Song aller Zeiten, nämlich Despacito. Und ich weiß nicht, ob man es schon an meinem Gesicht sieht, aber den habe ich mittlerweile in meinem Leben auch 300.000 Mal zu oft gehört. Despacito. Okay, ich glaube, stimmlich müssen wir nicht diskutieren. Das war leider mal wieder nicht so berauschend. Allerdings kann Paris halt wirklich unterhalten und das hat er hier auch gemacht. Hat sich dann sozusagen auch noch einen kleinen Sonderpart einfallen lassen. Und ich glaube, alle, denen die Ohren nicht geblutet haben, hatten viel Spaß. So we do it on DSDS. I just wanna hear you screaming, this is Paris. I'ma need you, everybody sing Pasito! Pasito, pasito, suave, suavecito. Nos vamos pegando poquito. Also ich muss aber wirklich sagen, für mich das persönliche Highlight sind die Leute in diesen Shark-Kostümen gewesen, die allerdings, glaube ich, einen richtig hart beschissenen Job haben, weil es in so einem Studio ja massiv warm ist und man in dem Kostüm, glaube ich, nicht allzu viel gesehen hat. Aber egal, Dieter hat die auf jeden Fall auch gelobt. Ja, ich fand die Haifische gut. Ja. Ohne Zweifel. Ja, es war so ein bisschen wie so ein Kinderlaternenzug. Das finden alle total süß, ja. Aber mit Profi hat das natürlich nichts zu tun. Ah ja, damit ist Paris dann, glaube ich, wirklich der erste Kandidat weltweit, der mit einem Kinderlaternenzug verglichen wurde. Naja, jedenfalls hat Dieter nochmal deutlich gemacht, dass das seiner Meinung nach allerdings nicht langt. Und meistens, muss man sagen, hat Dieter mit seinen Einschätzungen ja auch irgendwie recht. Während die Moderatorin die ganze Zeit irgendwo völlig anders hingeguckt hat, was nochmal demonstriert, dass sie echt fehlbesetzt. Du bist tausendmal noch weitergekommen. Du stehst jetzt hier. Aber ich glaube, heute wird es dein Ende sein. Ich glaube, die Party ist, glaube ich, für dich heute zu Ende. Aber sei stolz drauf, was du geschafft hast. Wirklich, Paris. Allerdings, und das fand ich wieder relativ stark, hat sich Paris von diesem negativen Urteil diesmal nicht so negativ beeinflussen lassen, sondern hat seinerseits noch was geäußert. Und grundsätzlich hat er damit ja auch nicht mal Unrecht. Darf ich noch eine kleine Sache hinzufügen? Klar.
Ich glaube nicht, dass man heutzutage eine weltbewegende Stimme braucht, um in der Musik erfolgreich 100%. Zu haben. Du hast recht, Peres, aber um hier zu gewinnen, braucht man eine Stimme. Ja, aber nur eine Sache. Hat man eine Stimme. Vielleicht gewinnt man hier, aber was ist danach? Vielleicht sind es auch die Kandidaten, die Platz 3 sind, die noch viel größer werden. Ja, man merkt schon, die Stimme bei Katja und Dieter wird immer schlechter und schlechter. Und glaubt mir, die wird auch noch schlechter. Aber erstmal wird sie hoffentlich bei uns jetzt besser. Denn den nächsten Kandidaten, den habe ich auch wirklich sehr mögen gelernt. Lorent, von dem ich auch nie gedacht hätte, dass der mal so weit kommt. Träume können wahr werden. Ich bin der Beweis dafür. Mein erster Auftritt war unglaublich. Ich wollte den Leuten zeigen, wer ich bin. Wisst ihr, was ich bei Lorent dann immer so beeindruckend finde? Ich finde, der sieht sehr unscheinbar aus. Und manchmal wirkt er auch so, als hätte er gar nicht so krass viel Charisma. Aber wenn er dann auf der Bühne steht und anfängt zu singen, füllt er einfach den Raum. Ich finde, die nächste Szene zeigt das perfekt. Oh, won't you, oh, stay. Also mir persönlich gefällt es richtig gut und auch das Gefühl, das er dann später im Song noch reingebracht hat, war bei mir auf jeden Fall fühlbar. Aber gerade in Sachen Gefühl, da habe ich ja schon ganz oft gemerkt, dass ich und die Jury da jetzt nicht unbedingt auf einer Welle schwimmen. Won't you stay? Dann gab es auch schon das Urteil der Jury und das war wirklich positiv. Und dann kam Dieter. Und auch Dieter, das sage ich jetzt sicherheitshalber schon mal, da musst du gleich nicht komplett zuhören, war sehr positiv. Aber mir ist da was ganz anderes aufgefallen und das fand ich ziemlich mies von Katja. Achte du mal drauf, was die gleich macht, während Dieter mit Lorent gesungen. Warst du ebenfalls sehr begeistert von seinem Auftritt? Ja. Ich bin mir auch da eine klare Antwort von mir. Ich sehe dich ganz klar im Finale. Ja. Sehr, sehr gefühlvoll. Wir dürfen natürlich auch wirklich bei ihm nicht vergessen, der Junge ist 19, ja? Also, und für 19 kann ich nur sagen, Chapeau. Okay, und ich muss ganz ehrlich sagen, keine Ahnung, was Katja da jetzt gemacht hat, Benachrichtigung checken oder so. Ich fand das sehr respektlos. Und diesmal ist es mir jetzt gar nicht so sehr auf Dieter aufgefallen, sondern eher auf Lorent. Weil ich finde, wenn man da vorne steht und gerade gesungen hat und ja absolut jetzt kein Superstar ist, zumindest noch nicht, dann ist man natürlich super gespannt und ich finde es dann komisch, wenn die Jury sich nicht auf einen konzentriert, sondern da irgendwie am Handy rumtippt. Kannst mir deine Meinung dazu auch gerne nochmal schreiben. Aber ich fand es wirklich blöd in dem Moment. Was ich hoffentlich weniger blöd finde, ist die nächste Kandidatin, bei der mir in den Einspielern immer wieder deutlich wird, was für einen krassen Dialekt die eigentlich hat. Hab noch nie getanzt und gesungen gleichzeitig und auf so viele Dinge geachtet. Das ist wirklich viel und der Druck ist hoch. Ich bin halt auch so ein Mensch, ich will, dass alles perfekt klappt. Und natürlich das Perfekte hinzubekommen, ist unglaublich schwer. Naja, aber Eileen hat ja, das habe ich schon ganz oft gesagt, nicht nur die Superkraft, alles in Schlager zu verwandeln. Ich glaube, das ist auf jeden Fall auch eine Frau mit einem eisernen Willen. Und da sie sich diesmal den Song ja selbst aussuchen durfte, kann ja eigentlich nicht schief gehen. Denn Schlager muss man ja nicht extra nochmal in Schlager verwandeln. Auf einmal stehst du da und lauf mich an. In meinem Kopf ist deine Achterbahn. Okay, schöne Moves und grundsätzlich muss man sagen, Eileen sieht schon ziemlich umwerfend aus, aber stimmlich hat mich das jetzt wieder nicht so mitgenommen. Und ich glaube, auch für sie wird es in Richtung Finale langsam schwierig. Na gut, also für mich jetzt auf jeden Fall eher eine Leistung. Im unteren Drittel, aber hören wir mal, was die Jury sagt. Auf jeden Fall wollte der Opa von Eileen sie aber erstmal nochmal richtig verteidigen. Davon hat sich allerdings Pedro auch nicht beeindrucken lassen. Opa, ich hab sie ja lieb. Und ich würde so gern heute was Gutes sagen. Wirklich. Aber es ist ja wichtig, dass ich hier sitze und das sage, was ich fühle. Und ich finde, dass es
mit deiner schwächsten Performance bei DSS war? Okay, und ich würde das durchaus unterstreichen, aber ich habe ja nicht nur im Titel geschrieben, es gab auf jeden Fall relativ viel Streit zwischen Dieter und Katja. Manchmal gab es aber auch einen kleinen Streit zwischen Katja und Pietro, denn auch hier hatte sie auf jeden Fall eine ganz andere Stimmung. Finde ich überhaupt nicht. Es ist immer Ansichtssache. Einer sagt ja, einer sagt nein. Für mich, das ist ja meine persönliche Meinung, für mich waren es zu wenig Gefühle leider, viele schiefe Töne. Trotzdem bist du ein wunderschönes Mädchen und bist auch sehr weit gekommen hier und darauf kannst du stolz sein. Dankeschön. Es war, also ich bin nicht immer so ein Fan von deiner Stimme gewesen, muss ich ehrlich sagen, aber ich finde, Schlager steht dir unglaublich und man hat gesehen, wie du aufgehst und ich fand, das klang auch super und mir hat das super gut gefallen. Für mich war es eine deiner besten Performances. Dankeschön. Okay, da kann man jetzt ja grundsätzlich geteilter Meinung sein. Was mir nur immer aufgefallen ist, dass Katja sich immer ein bisschen auf die Seiten der Frauen und immer ein bisschen unnötig auf die Gegenseite der Männer postiert hat. Aber naja, wir schauen mal, wie das Publikum am Ende entscheidet. Ich hoffe übrigens, dass du als Publikum dich jetzt dafür entscheidest, kostenlos meinen Kanal zu abonnieren. Denn jetzt fehlen wirklich nicht mehr viele bis zu den 300.000. Wenn du noch dazugehören willst, was mich sehr freuen würde, dann wird es auf jeden Fall langsam Zeit. Na gut, und während du jetzt hoffentlich wirklich abonniert hast, gucken wir uns dann mal den nächsten Kandidaten an. Und auch der ist einer für mich, bei dem ich mir echt vorstellen kann, dass der am Ende vielleicht einen Außenseiter-Sieg hinkriegt. Ich habe jeden Moment auf dieser Bühne genossen und absolut festgestellt, dass ich es liebe. Ich sag nur eine Nacht und ein Tag. An dem Titel ist so eine Euphorie und das hast du auch wirklich rübergekriegt. Yay, also David, den ich ja letzte Woche gar nicht so gut fand trotzdem, aber den ich einfach menschlich total sympathisch finde und der, wie ich finde, auch einen schönen Song ausgewählt hat, damit hatte er mein Herz schon erobert. It's amazing how you can speak right to my heart. Without saying a word. Okay, und ich sag's an dieser Stelle schon mal, ich fand den Auftritt von David wieder nicht großartig, aber gut. Und das gilt auch für die nächste Passage. Aber ich glaube, das müssen wir uns merken, denn ja, die Jury ist da wie immer anderer Meinung. Okay. Und ich finde, man muss das jetzt ja immer in Relation setzen. Und wenn man sich eine Eileen zum Beispiel anschaut oder einen Paris, dann ist David da, finde ich, auf jeden Fall besser. Aber er selbst war auch nicht so richtig überzeugt. Wie zufrieden bist du heute mit deinem Auftritt? Boah, nicht so, aber lass Warum? Einfach hören, was sie... Ja, du, ich kenne mich, ich kann besser, aber so ist es manchmal. Was ist passiert? Boah, ich weiß es nicht genau. Es ist manchmal ist es einfach so ein bisschen erschlagend alles. Ich habe es trotzdem genossen, aber ich weiß, dass ich es besser kann. Na gut, aber wie gesagt, man muss es in Relation sehen. Und für mich gehört er vielleicht momentan nicht zu den Top 2, aber schon immer noch zu den Top 4. Und meiner Meinung nach müsste er dementsprechend eigentlich auch weiterkommen. Von Dieter gab es aber ganz schön Dresche. Ja. Das haut mich um, weil David, der hat mir Gänsehaut in dem Recall. Also da echt, also boy, das, ich dachte manchmal, ey, so geil habe ich noch nie gehört, ja. Aber dass du jetzt so in der entscheidenden Situation, keine Ahnung, was da, es kamen nicht diese großen Gefühle rüber, ja. Weil eigentlich warst du für mich auch ein Finalkandidat, bist es auch immer noch, ja. Aber das wird echt schwer, es wird ein hartes, enges Rennen. Na gut, ich persönlich hoffe aber trotzdem, dass er das schafft. Und das hoffe ich eigentlich auch vom nächsten Kandidaten, das ist nämlich Gian, der dieses Mal auch noch ein bisschen was anders machen wollte. Er wollte nämlich ganz gerne ein bisschen mehr performen, ein bisschen tanzen, ein paar Moves zeigen. Und dazu hatte er auch eine Hilfe, die ihn gnadenlos entjungfern wollte. Und dann wirst du für die nächste Zeit wirst du viel angefasst. Es wird nicht unangenehm oder schwierig sein, denn das gehört einfach zum Starsein dazu. Performance, man ist ja nicht immer alleine auf der Bühne, man muss eine Show abliefern. Das ist auch eine Herausforderung für einen Sänger. Also falls du eine Freundin hast, glaube ich, wird die ein Problem haben, aber ey, Deutschland sucht den Superstar Halbfinale. Na gut, dann hoffen wir mal, dass es was bringt, aber das Wichtigste ist natürlich, dass Kian erstmal richtig gut singen kann. Und es gibt ja, finde ich, Songs, da klingt er so toll und sandenweich, und bei manchen ist es eher so mittel. I just caved into myself, I don't wanna know. Okay,
Okay, klingt doch auf jeden Fall erstmal nicht schlecht. Aber was mir schon aufgefallen ist, ich meine, so krass waren die Dance Moves jetzt nicht, oder? Da hat sich das Training ja gar nicht gelohnt. Zumindest bis zur folgenden Passage. Und da hat Kian wirklich mal bewiesen, dass er einiges drauf hat. Ich glaube, ich hätte mir dabei ungefähr 7 Körperteile gebrochen. Nicht schlecht. Und wenn man sich dann körperlich verausgabt hat, dann einfach so weiter zu singen, ist ja umso schwieriger. Aber hören wir doch mal, wie er das gemacht hat. Und schlecht war es auf jeden Fall nicht. Okay, und ich persönlich muss sagen, mir hat der Auftritt gut gefallen. So großartig fand ich es jetzt stimmlich nicht. Und das war wieder so eine Stelle, wo ich das Gefühl hatte, ich habe irgendwas an den Ohren oder so, weil gerade Dieter ist völlig ausgerastet. Kian Jukeberg! Danke. Dankeschön. Leute, bitte! Ein Applaus für die Tänzer, bitte! Fandest du das auch so krass von Kian? Also wie gesagt, ne, ich sag's nochmal, es war gut und die Tanzpassage war perfekt, es war super. Aber es war jetzt für mich nicht der beste Auftritt des Abends. Aber selbst Katja war ausnahmsweise mal einer Meinung mit Dieter. Und ich weiß noch, wo du vor uns standest und es noch so am Banken war, ob du weiterkommst. Ich weiß, ich war auch die CD, die du ausgesucht hast. So, ich werde. Warum liegst du das? Ach, du hast es noch nicht gesagt, ne? Ich habe immer gesagt, The Weeknd. Jetzt ist geleakt am Ende. Das ist Superstar-Level, das ist das, was ich sehen möchte und ich feiere das. Krass. Aber irgendwie hatte ich dann wieder das Gefühl, dass Dieter ja Katja ein kleines bisschen widersprechen muss. Und deswegen hat er einfach Katjas Aussage genommen und dann noch ein Hochhaus draufgebaut und dann einen Berg drauf und dann noch ein Lob drauf. Ja, ich glaube, noch mehr hätte Dieter dann auch nicht mehr sagen können. Ich fand, das war ein internationaler Auftritt, ja. Und zwar mit allen Facetten. Du hast getanzt wie ein Chris Brown. Du hast gesungen wie ein bisschen wie Weeknd. Okay, ich habe immer noch das Gefühl, ich habe was an den Ohren. Naja, Kian hat dann jedenfalls uns Zuschauern noch eine Ankündigung gemacht. Denn wenn er es ins Finale schafft, dann werden wir uns noch alle umsehen. Ich habe bis jetzt gewartet, um euch das zu zeigen, dass ich tanzen kann. Aber es gibt noch eine Sache, die ich niemandem gezeigt habe, die ich auch sehr oft gelesen habe in den ganzen Kommentaren. Wenn ich ins Finale komme, zeige ich euch das. Und glaubt mir, das ist krasser als das, was ihr heute gesehen habt. Ich liebe euch, Dankeschön für alles. Damit sind wir dann schon fast am Ende. Allerdings fehlt uns noch Monika, die, ich zitiere Jill, absolut kein Superstar-Potenzial hat und die in der letzten Sendung ja schon ganz schön gerockt hat. Das war auf jeden Fall ein Magic Moment in der letzten Show vor so vielen Leuten und dann noch mit Marie, meiner Familie, meinen Freunden. Das war magisch, ja. Schön. Allerdings gab es ja letzte Woche auch ein paar Probleme, unter anderem körperlicher Art. Und dieses Mal sollte performance-technisch da auch wieder ein bisschen was passieren. Aber zum Glück haben wir ja noch den Typen, der schon an Kian zugange war. Ja, mir ist die Puste ausgegangen. Meine Kondition ist nicht die beste, würde ich mal sagen. Noch ein bisschen Cardio-Programm bis Samstag. Safe. Ich weiß nicht, ob Sport jetzt eine Woche vorher was bringen wird. Also ich denke nicht. Ich werde das so über die Performance regeln. Na gut, und ich bin ehrlich, auf Monika war ich dann sehr gespannt, weil sie ist für mich so eine, die könnte am Ende vielleicht sogar gewinnen, aber manchmal hat sie auch ein bisschen schlechte Tage. Und bei ihr merkt man meistens schon an der ersten Note, ob es was wird. Okay, für mich nicht ihr stärkster Auftritt, aber sie hat es auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht und das Publikum auch ziemlich gut mit einbezogen. Und bei ihr mag ich halt irgendwie, dass sie einfach so authentisch ist. Sehr cool. Also für mich sollte das eigentlich schon fürs Finale reichen und deswegen darf zur Feier des Tages ausnahmsweise mal Leonie was dazu sagen. Das Jurymitglied, von dem ich am Ende der Staffel immer noch manchmal vergesse, dass es sie gibt. Ich habe deinen Freund gesehen, wie der dich angeguckt hat und da war so viel Stolz und so viel Liebe in seinem Blick.
Und genauso kannst du auch. Und genauso kannst du auch stolz auf dich sein. Ich fand's wieder super schön. Du weißt, ich bin Fan von dir von der ersten Stunde an. Und ich finde, du hast definitiv auch einen Platz im Finale verdient, ja, wenn es so nach mir gehen würde. Dann gab's nochmal alle Lieder im Schnelldurchlauf und so weiter zu hören, damit man sich ein bisschen orientieren konnte. Und dann wollte die Moderatorin von der Jury nochmal ganz gerne wissen, wen sie denn jetzt eigentlich im Finale sehen und wen nicht. Und man muss wirklich sagen, es gab dann so typische Politiker-Äußerungen, wo alle gesagt haben, ah, die waren alle so super. Das wiederum fand Dieter dann scheiße. Naja, und deswegen gab es natürlich gleich wieder ein bisschen Clinch mit Katja. Das sind so, das ist eine Jury, die gehen auch, wenn die zur Wahl gehen, dann machen die ein Kreuz überall, ja. Dann, Dieter, nee, du darfst dich gerne äußern. Am Ende ist es ja auch egal. Ja, ich glaube, meine, auch wenn jemand hier rausfliegt, ihr werdet trotzdem Superstars sein, egal ob man gewinnt oder nicht. Das ist halt ein Fact. Und genau deswegen mache ich überall ein Kreuz, bei jedem Einzelnen, weil ihr seid alle krass und ihr kriegt von mir, ich wähle euch alle. Und ich muss sagen, eigentlich hat Katja das schön gesagt und es ist auf jeden Fall ein Top-Ergebnis da zu stehen. Auf der anderen Seite kann man natürlich schon sagen, dass vielleicht einige wahrscheinlicher im Finale sind als andere. Dieter hat da wie üblich kein Blatt vor den Mund genommen. Lava wird Schwierigkeiten haben, Paris wird Schwierigkeiten haben, Eileen wird Schwierigkeiten haben. Ja, also die drei auf jeden Fall. Ja, aber man merkt halt schon immer grundsätzlich, ne? Also die Stimmung zwischen Katja und Dieter, die wird immer schlechter. Und ich bin so gespannt auf die Finalsendung, ob es da nochmal so richtig knallen wird. Naja, in der Sendung wurde dann aber jedenfalls erstmal fleißig abgestimmt. Und weil das ja mal ein bisschen dauert, hatte dann auch noch Big N seinen Auftritt. Und da ich den Song immer noch sehr, sehr gerne höre und ich sein Outfit immer noch sehr merkwürdig finde, sind hier nochmal die besten Stellen. Heute Abend geht ne wilde Session mit der Crew. Ich lad dich ein auf ein Drink und Saru. Du turnst mich an mit dem Body und dem Move. Du machst mich crazy, nein, ich kriege nie genug. Nein, ich kriege nie genug, was soll ich noch sagen? Bounce, Motherfucker, let's bounce. Quietschende Reifen aus dem Ausbruch kommt rau. Let's bounce, Motherfucker, let's bounce. Es ist Big N mit dem krassesten Sound. Cool. Weil ich es ein bisschen verwirrend fand, dass Katja das abgefilmt hat. Weil ich finde es ehrlich gesagt sowieso mal mega strange, wenn man bei einem Konzert filmt, weil das guckt sich doch kein Mensch mehr nachher an. Allein schon wegen der beschissenen Soundqualität, oder? Ja, wahrscheinlich schon und ich bin einfach nur alt. Naja, egal. Jedenfalls gab es dann nochmal Streit bei Katja und Dieter. Denn Katja hat Big N's Auftritt, wenn man so möchte, nochmal als Seitenhieb benutzt. Hier, das ist ey, was. Big N, ich muss noch was zu dir sagen. Dieter sagt ja immer, dass Rap keine Musik ist und Rap ist einfach nicht so gut, aber man sieht ja am Ende, wer von dieser Staffel den meisten Hype hatte. Ein motherfucking Rap-Song! Okay, damit war die Sendung aber fast am Ende, aber wir müssen jetzt natürlich noch herausfinden, wer kommt jetzt ins große Finale und wer fliegt raus. Ich habe euch das mal so geschnitten, dass ihr gleich die vier Namen hört, die weitergekommen sind. Und ich muss schon sagen, ja, die haben es alle verdient. Und damit einer jungen Dame, Monika ist weiter! Das nächste Finalticket weiterhin mit dabei ist Loren! Als drittes sicher weiter in der nächsten Runde ist Sam! Ja! Das vierte Ticket geht an Kia! Damit sind es dann tatsächlich drei Männer und eine Frau. Und ich bin sehr gespannt, wer der Gewinner wird. Wenn du magst, kannst du mir deinen absoluten Favoriten natürlich in die Kommentare schreiben. Für mich ist es immer noch Sam. Aber ich bin sehr gespannt, ob es dann am Ende tatsächlich wird. Aber das finden wir dann hoffentlich nächste Woche gemeinsam heraus. Deswegen wäre es super cool, wenn du dem Video jetzt einen Daumen nach oben gibst. Und wenn du gar nicht genug von mir bekommen kannst, guck auch sehr, sehr gerne mal in meinem Merch-Shop vorbei. Da gibt es eine ganze, ganze Menge cooler T-Shirts, die ich persönlich auch sehr gerne trage. Und Sweatshirts. Und was gibt es noch? Kappen auf jeden Fall und Kissenbezüge. Und vielleicht bald ja demnächst auch noch etwas ganz Tolles Neues. Das dauert aber noch ein kleines bisschen. Ich packe dir den Link aber ganz oben in die Videobeschreibung. Da musst du jetzt sowieso wieder draufklicken. Denn sonst bist du jetzt der Streitschlichter bei Katja und Dieter.